Bist du Christus, so hilf dir selber und uns. Da antwortete die andere, strafte ihn und sprach: Und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Und wir zwar sind billig darin, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungeschicktes getan. Und er sprach zu Jesu: Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Bleibst du mal auf, Hürden, zwecks was, wenn er mir endlich auf der Hidden rauf? Wir sollen hier den Brandner Kasper, ist der nicht bei der Kirche erschossen worden? Das hab ich mir gerade auch schon gedacht. Was steht da eigentlich auf dem Zettel? Ja, der Zettel. Also, wir sollen den Brandner Kasper zu den Vorfällen um den Tod der Sophie Wagner bei der Kirche. Siehst du, da war doch was mit dem Brandner. Der hat mir da eine ganz verrückte Geschichte erzählt, dass einer den Tod beim Kadeln scheißt. Ja, jetzt nur mal. Bitteschön. Mir wird schon ganz zwarerlei. Was steht da eigentlich auf dem Zettel? Der Zettel? Ja, der Zettel, genau. Also da steht, wir sollen den Brandner zu den Vorfällen um den Tod der Sophie Wagner bei der Kirchweih befragen und nötigenfalls und nach eigenem Ermessen ihn in Haft nehmen. Ja, was steht da auch drauf, zwecks was Sie dabei sein auch würden? Mir war das so, als war das ganz wichtig gewesen. Aber oh Gott, nein. Ich komme hin, auch schon gar nichts mehr. Scheib mir, gell. Ja, mir geht's gerade so. Ja, also, was steht denn dann auf dem Zettel? Der Herr Pfarrer, das bin ich. Wird an die Seite der polizeilichen Amtsperson, das bist also du, gestellt, weil allem Anschein es nicht mit rechten Dingen zugehen kann. Es heißt, der Brandner sei mit den bösen Mächten, wenn ich gar mit dem Teufel, Kruzifix, der steht da wirklich, mit dem Teufel im Bund und der bewirke auch, dass die Leute den Brandner nur schwer sehen oder ihn gar vergessen. Das ist der Grund, warum wir den Zettel brauchen. Welchen Zettel? Den in ihrer Hand aufwürden. Und da steht ja auch, der Brandner ist mit dem Teufel im Bund. Kruzifix, stimmt, das steht da. Ja, und das dürfen wir nicht vergessen. Wer weiß, was sonst noch alles passiert. Ja, hey! Was dürfen wir nicht vergessen? Das mit dem Brandner! Richtig, deswegen sind wir ja da. Das war noch mal ein Brandner sein Hütten. Nein, ich glaub, das ist im Brandner sein Hütten. Ja, lesen soll er mal auf den Zettel. Ja, da steht, wir sollen den Brandner zu den Vorfällen um den Tod der Sophie Wagner bei der Kirchweih befragen und nötigenfalls und nach eigenem Ermessen in Haft nehmen. Ja, so machen wir es jetzt auch. Ja, jetzt klopfen wir alle mal um. Der Mann, ja, der war der Wohnt. Der Brandner. Ja, den sieht man doch was Frauen. Was ja, genau, der Zettel ist total wichtig. Hab ich sie schon Herr Pfarrer, der Gendarm, ja, nur rein da. Was wollen denn die Herrschaften von mir? Ja, wir sind jetzt da. Zettel! Ja, wir sollen den Brandner befragen wegen der Vorfälle um den Tod der Sophie Wagner bei der Kirchweih. Aber nehmen Sie mal Platz, ich hab doch gestern schon
Nach der Leif und der Sophie, hast du schon erklärt? Geht was auf der Leif? Brandner. Kasper Brandner. Gewiss. Ja, was sagen Sie? Dass ich den Brandner? Hier. Vor Ihnen hochwürden. Hier, Brandner. Sehr richtig. Vor mir. Direkt vor mir steht auf dem Zettel. Wie meinen? Ja, wir sollten doch jemanden befragen. Ja, wir sollen was fragen. Ja, ich muss jetzt gehen, weil ich muss nämlich jemanden noch was fragen. Ja, wir müssen. Na, das weiß doch ich nicht. Wir wollten. Ja, ich wollten. Ja, ich weiß auch nicht mehr, wir wollten. Ja, geil, wollt man. Schauen Sie mal. Schnaps. Halt, ja. Nicht halt. Ein Kerl, ja. Aber jetzt gehen wir wirklich. Da ist ja keiner. Ja, da ist ja eh niemand. Ja, wir können ja auch gehen, glaube ich. Ja, so machen wir's. Wir machen Haltung, dass wir da waren, oder nicht? Genau. Der Fahrer. Ja, immer. So machen wir's. Aber Hürden. Hab jetzt nicht einen Zettel gehabt? Das weiß doch ich nicht. Was für ein Zettel? Ich hab keinen. Ja,